ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es meine Juni-Favoriten und da das doch sehr viele sind, beginne ich auch direkt. Ich würde sagen, ich beginne mal mit den Apps. Und zwar habe ich einmal die App Blogger, weil ich einen Blog auch gestartet habe. Schon, also auch im Juni. Und den verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox, so wie immer, ganz unten halt. Ganz oben hier ist die App Blogger und hier in der Mitte ist Free Music. Und bei Free Music, wie es schon heißt, kann man kostenlos Lieder downloaden und da gibt es super, super viele, nicht alle, aber sehr, sehr viele. Und ja, da habe ich einige Lieder im Juni runtergeladen. Dann die App Stadtlandfluss. Die ist hier ganz unten, ups, hier im Eck, Stadtlandfluss. Also wenn ihr mit mir Stadtlandfluss spielen wollt, könnt ihr euch da gerne registrieren. Dann sage ich euch, wie ich da heiße. Ja, dann daneben ist Ask.fm. Ich sammle nicht mehr die Fragen, sondern werde sie jetzt immer täglich bzw. jeden zweiten Tag beantworten, den neuesten Fragen. Dann habe ich Soundcloset. Das ist dieses da in der Mitte. Das ist ein Stimmgerät für meine Gitarre. Und als letzte App hier in der Mitte Shein. Ich habe da noch nicht bestellt, aber ich habe super viel im Warenkorb oder auch in meinem Wunschzettel. Und genau, das sind die Apps. Jetzt kommen die Lieder. Das habe ich 7 Lieder, die ich im Juni super, super gerne und super, super oft gehört habe. Und ich verlinke alle Lieder in der Infobox. Oder ich verlinke hier eine Playlist mit den ganzen Liedern. Das könnte ich auch machen. Und zwar von Contra K, Atme tief ein. Von Dean Lewis, Be Alright. Von James Arthur, Falling Like the Stars. Von Jason Derulo, Savage Love. Von Mimi und Josie, What We Are Afraid Of. Von Angelo Kelly und Family, Let Go. Und ein Hillsong, und zwar Jesus Lover of My Soul. Genau, das sind jetzt die Lieder. Und jetzt kommen die Sachen, wo ich euch auch die Dinge zeigen kann. Hier im Hintergrund seht ihr schon einige Dinge. Pflegeprodukte, Schminke, Nagellacke und ein bisschen Lifestyle-Zeugs. Aber hier neben mir habe ich noch Klamotten liegen und die zeige ich euch jetzt als nächstes. Einmal habe ich hier diese Chiller-Hose für zu Hause. Also zu Hause, wenn ich jetzt keine Shorts oder keine normale Hose oder so angehabt habe, sondern einfach zum Entspannen, habe ich diese hier angehabt. Und die ist von Primark und kann ich, also ist sehr bequem und kann ich wirklich empfehlen. Dann habe ich diese Shorts mega oft getragen. Die habe ich letztes Jahr schon gekauft, und zwar bei H&M. Ja, das ist einfach so eine dunkelblaue Shorts. Dann habe ich noch diese Shorts sehr, sehr oft getragen. Beziehungsweise ich liebe diese Shorts. Die gehört zu meinem Lieblingsgewand momentan. Die hat da so 2 Bänder noch zum Binden. Und hat, ja, genau. Ist halt so eine Stoffshorts, die ist von Primark. Und dann habe ich noch einen Sport-BH, den ich im Juni eigentlich so gut wie immer benutzt habe. Und zwar diesen hier. Der ist, glaube ich, auch von Primark. Genau, das waren jetzt alle Klamotten, die ich im Juni mega oft oder mega gerne angezogen habe. Dann kommen wir zu Nagellacken. Da habe ich 3 super oft, super gerne getragen. Den einen habe ich momentan schon oben. Das ist dieser hier. Das sind alle 3 von Look by Bieber. Das ist der Ton 100, It's All About Berries. Look by Bieber gibt es halt leider nur bei Bieber, also in Österreich. Ich habe ja auch österreichische Follower. Dann hier Look by Bieber Gemstone Nail Polish in der Farbe 050 Saphir. Das ist so ein wunderschönes Dunkelblau. Und dann habe ich noch ein Look by Bieber Metall Vision
in der Farbe 090 Platinum Pixie. Das ist so ein silberner. Ja, der ist einfach metallisch silber. Dann super unspektakulär, aber ich habe hier zwei Kugelschreiber, weil ich schreibe jeden Tag Tagebuch, Positiv-Tagebuch, Essensprotokoll und manchmal auch noch andere Dinge oder wenn ich einfach andere Sachen, Gedichte oder was auch immer schreibe. Jedenfalls habe ich das mit diesen zwei Kugelschreibern gemacht. Ich finde, die sehen auch schön aus und die sind von Teddy. Dann habe ich eine Kette im Juni super oft getragen und zwar diese hier mit diesem Anhänger, mit diesem noch viereckigen. Die ist, glaube ich, von Taco. Ein so ein Accessoire-Ding noch. Und zwar diese schwarzen Scrunchies. Da habe ich auch gerade eins oben. Ich habe auch noch andersfarbige, aber im Juni habe ich hauptsächlich die schwarzen benutzt. Und deshalb zeige ich euch das auch in der Kamera. Kann man auch super so als Armband machen und dann einfach den Topf machen und fertig. Ja, und das ist natürlich ein Armband, was ich immer oben habe. Und das ist so ein bisschen silber. Jetzt kommen wir zu den Pflegesachen. Da habe ich als erstes ein Gesichtswasser von Balea für unreine Haut. Und zwar dieses hier. Kann ich wirklich empfehlen, weil sonst wäre es ja nicht in meinen Favoriten. Und das habe ich im Juni eigentlich so gut wie jeden Tag in der Früh, bevor ich halt mich geschminkt habe, drauf. Also mein Gesicht halt, beziehungsweise wenn ich die Kontaktlinsen reingegeben habe, habe ich mir dann sofort mein Gesicht eben damit gewaschen. Und ja. Dann habe ich ein Duschgel. Und zwar von Nivea Water Lily and Oil. Das habe ich so gut wie aufgebraucht. Ich denke mal, heute wird das dann ganz leer. Ja, der Geruch ist mega gut einfach. Ich liebe diesen Geruch. Der ist total erfrischend und aber auch ein bisschen blumig. Also perfekt für mich. Und ja, das werde ich mir bestimmt mal nachkaufen. Momentan habe ich noch genug Backups von, also für andere Duschgels noch. Aber wenn die alle leer sind, dann werde ich das auf jeden Fall auch irgendwann mal nachkaufen. Und dann habe ich noch ein Shampoo plus Spülung. Ich habe ja eigentlich noch nie Spülung verwendet und dann habe ich das hier entdeckt. Diese Kombination von Balea, Kirschblüte, verwöhnendes Shampoo und verwöhnende Spülung. Sieht jetzt so aus. Schaut aus, als ob ich noch fast nichts verwendet habe, aber ich habe mich damit echt schon sehr viele Haarwäsche gewaschen und es ist immer noch mega viel drinnen, also es hält total lange, es riecht extrem gut und es pflegt total gut. Also meine Haare, ich wasche meine Haare so ein bis zweimal in der Woche, weil die fetten halt relativ nicht so schnell halt. Und das hilft auf jeden Fall durch diese Shampoo und durch diese Spülung. Davor habe ich eher so manchmal auch dreimal in der Woche mir die Haare waschen müssen, weil die einfach so schnell fettig waren. Und durch dieses Shampoo und durch diese Spülung ist es weniger fettig, meine Haare geworden. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, und jetzt kommen wir zu der letzten Kategorie und zwar zu Schminke. Als erstes habe ich hier eine Foundation von Catrice in der Farbe Light Beige 010. Und zwar diese hier. Die ist richtig, richtig cool. Ein bisschen dunkel, aber jetzt, wo ich ja ein bisschen, also noch sieht man die Bräune nicht, aber ich kann es schon verwenden. Also es passt zu meiner Haut. Es schaut nicht blöd aus oder so. Und verwende ich manchmal. Also habe ich im Juni sehr, sehr oft verwendet, fast täglich. Momentan verwende ich wieder was anderes. Aber im Juni habe ich das echt fast täglich verwendet und ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Dann habe ich im Juni einen
neuen Puder ausprobiert. Und zwar, den habe ich auch geschenkt bekommen. Die Foundation habe ich von Rosemary bekommen. Diesen Puder habe ich von Katharina Sophia bekommen. Der ist auch von Catrice Cosmetics. Sunglow Matte Bronzing Powder. Und der ist ein bisschen dunkler, aber passt auf jeden Fall auch. Vor allem dann über der Foundation. Also diese Kombination habe ich sehr, sehr oft im Juni gemacht. Und das ist die Farbe 035 Universal Bronze. Dann habe ich eine Palette von Essence. Die gibt es nicht mehr, die ist schon sehr alt. Aber jetzt benutze ich sie erst. Und zwar eine Brows & Blush Sunkiss Palette. Mit diesen Farben. In der Farbe 01 Sunkissed What Else, also falls ihr sie noch irgendwo finden solltet, was ich nicht glaube. Und ich verwende diesen Ton immer als Blush jeden Tag und mag den richtig, richtig gerne. Ich liebe den und habe ihn jeden Tag getragen und ich habe ihn mit diesem Pinsel aufgetragen. Der ist von Look by Viper und das ist halt so ein richtiger Blush-Pinsel und mit dem geht das einfach voll gut und mag ich halt richtig, richtig gerne. Dann habe ich eine Lidschattenpalette von Primark und die ist mega, die ist so gut pigmentiert und ich brauche nur die mitnehmen in die Klinik, weil da meine goldenen Töne, meine silbernen Töne dabei sind. Vielleicht nehme ich noch die Berries-Palette mit, aber die auf jeden Fall und ich glaube, die reicht auch aus eigentlich. Aber eventuell nehme ich die Berries Palette von Essence noch mit. Aber die ist von PS Color Grid Eyeshadow Palette. Und ja, ich finde die Farben einfach mega gut und sind wirklich super pigmentiert. Ich hätte es mir nicht erwartet. Hier habe ich eine Mascara, die verwende ich, habe ich jeden Tag verwendet, außer einmal. Von Essence, die Definition Maximum Volume Mascara Waterproof. Diese hier, die kann ich mega empfehlen. Also die klumpt nicht, die macht schöne lange Wimpern. Also perfekt einfach nur. Also die kann ich wirklich mega empfehlen. Und dann habe ich noch zwei Lippenprodukte. Einmal von Catrice, den Dewy Full Lips Conditioning Lip Butter with Shea Butter. In der Farbe 030 Dr. Day Riddle oder so. Diese Farbe hier, die ist mega, mega schön. So sieht die aus. Also so, so, so schön. Und dann noch von Essence Day 8 Stunden Matt Lip Lipstick in der Farbe 02 Duck Face. Sieht so aus. Hat so einen Nude Ton. Und da. Also so, so schöne Töne. Und ich bin ganz begeistert, obwohl ich ja normalerweise sowas nicht mochte, sondern nur Lippenstifte. Aber von diesen zwei Farben bin ich so begeistert und die sind auch. Also die gehen nicht so schnell ab und schauen schön aus und haben nicht so ein komisches Gefühl, wenn man die drauf gibt. Und ja, die zwei mag ich einfach richtig gerne und die Töne sind einfach so ein Nude-Ton und so ein etwas rötlicheres, rötlicherer Ton, rosarot sozusagen. Ja, und das waren jetzt auch schon alle meine Favoriten vom Monat Juni. Und wenn das Video gut bei euch ankommt, dann werde ich das jetzt jeden Monat machen. Und außer es gibt keine Favoriten sozusagen, dann kann ich es schwer machen, aber ich denke schon. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht habt ihr ja irgendwas von den Sachen oder wollt euch jetzt nachkaufen oder so. Ich hoffe, es hat euch interessiert und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis dahin und tschüss.